Hallo und willkommen mal wieder zu Nico Pflanzenforschers YouTube-Kanal. Heute geht es wieder um die Pflanzen. Genau. Und ich zeige heute so, was ich so wieder mal etwas verändert habe. Ja, ich mache einfach jetzt weiter und wir werden sehen, ob irgendwann die Techniken, die ich anwende, mal irgendwann mal so funktionieren wie bei Detlef Römisch. Ich werde es zumindest weiter versuchen. Das ist mein Idol, ich werde einfach nicht aufgeben, ich mache das einfach so weiter. Ja. Also jetzt gucken wir uns alles Mögliche an. Ich habe einiges vorbereitet. Ja. So, dann kommen wir mal ins Pflanzenreich hinein. Wo fangen wir am besten an? Vielleicht an der Lampe? Nee. Fangen wir hier bei der Vanille an. Die Vanille steht jetzt hier, das habe ich hier umgestellt. Ja, ist eine schöne Pflanze. Ist noch recht, hellgrün. Ich glaube, bräuchte demnächst wieder Nährstoffe. Genau. Ich hatte ihr mal einen Schnelldünger gegeben, der hat auch gewirkt, aber die Pflanze ist tatsächlich ein Stückchen höher gewachsen in der Zwischenzeit. Ja, ist echt enorm. Als Neuzugang habe ich jetzt die tränenden Herzen in meinen Videos dazu. Also diese Staude bleibt erstmal bei mir hier drinnen im Zelt, weil ich sozusagen noch nicht sicher gehen kann, ob die Temperaturen für das tränende Herz, wenn das jetzt wieder runtergeht, nicht optimal sind. Aus dem Grund warte ich erstmal, bis die Temperaturen erstmal normale Werte haben. Ja. Damit man sich da keine Sorgen machen muss in dem Punkt. Ja, also wie man sehen kann, ich habe es mir vom Baumarkt geholt. Also es hat jetzt tatsächlich schon hier Ansätze, also die Blütenansätze sind schon vollkommen ausgebildet. Aber es geht hier noch ein Stückchen weiter, sie ist noch nicht ganz fertig. Also das tränende Herz, das freut mich. Genau, also die Staude kann recht hoch werden, bis zu 1 Meter fast. Oder 90 Zentimetern. So sollte sozusagen das Höchste sein. Hier bildet sie auf den Seiten jetzt auch die nächsten Blüten aus. Ja, die verdampfen auch Wasser, diese ganzen Pflanzen, kann ich euch definitiv sagen. Ja. Das hier ist noch ein tränendes Herz, das ist noch nicht ganz so weit. Das ist noch in der Phase, wo es bald anfängt zu blühen. Das ist eine echt schöne Sache, definitiv. Das Laub finde ich auch so dekorativ zum tränenden Herz, meiner Meinung nach. Klasse, klasse. Ja. Hier ein Tomatensämling, also sind die frischen, die ich umgepflanzt hatte. Genau, die ich gestern umgesät hatte. Also umpikiert hatte. Hier die Sonnenblumen sehen relativ gut aus. Relativ dunkelgrün, also nicht zu hellgrün. Das ist echt verwunderlich. Das heißt, diese Pikiererde hat vielleicht doch noch ein gewisses, sagen wir mal so, einen gewissen Nährstoff. Also gewisse Nährstoffe drin, ja. Hier die Cherimoya, die wächst auch zum ersten Mal, die fängt jetzt richtig an zu wachsen. Die hat eine Weile gebraucht. Sieht doch schön aus, oder nicht? Die Cherimoya, echt klasse. Ja, hab sie auch aus dem Sämling gezogen, kam aus der Wurmkiste, ganz viele Sämlinge verwunderlicherweise raus. Hier die Tomatensämlinge, da ist noch mal ein neuer vor 3 Tagen dazugekommen. Ja, der wächst auch schön. Die werde ich demnächst auch rausnehmen und dann sozusagen wieder neue Tomatensamen sehen. Das mache ich jetzt immer in 2 Wochen Abständen, ja. Mal gucken. Damit ich genug Pflanzen habe, wenn die anderen es nicht schaffen soll, dass ich noch neue habe, die gesund und kräftig später wachsen können, ja. Aus dem Grund mache ich das erstmal. Also hier die Minze, die schluckt auch Wasser, kann ich euch definitiv sagen. Sehr viel Wasser. Also ich habe sie vor 2 Stunden getaucht, weil sie wieder recht leicht war, der Topf. Und das hat hier nichts ausgemacht, im Gegenteil, die sieht auch echt gesund aus, muss ich sagen. Eine ganze Weile ist die hier schon drin. Macht wahrscheinlich auch der Dünger, also hier der Langzeitdünger, der wirkt wahrscheinlich jetzt richtig gut, weil ich habe die jetzt schon eine Woche oder länger auf der Pflanze drauf. Ja, sieht echt gut aus. Basilikum brauchte dringend ganz viel Wasser. Ich habe gar nicht gewusst, dass diese Pflanze so viel Wasser verdunstet. Schon enorm. Die Farbe ist auch sehr gut bis jetzt. Also, er macht keine Anzeichen, dass er Nährstoffmangel hätte. Im Gegenteil, sieht gut aus.
Hier sind die Tomatenpflanz, die ich sozusagen vor diesem Schimmel also abgekratzt hatte. Also der Langzeitdünger, der fängt an zu wirken. Zumindest bei ihr sieht man das hier. Die neuen Blätter werden jetzt kräftiger und sie werden auch dunkelgrüner. Und hier sieht man die Unterschiede. Das sind 2 Wochen alte Sämlinge. Oder ich weiß nicht, 2 Wochen oder 3 Wochen alt. Aber die sehen echt gut aus bis jetzt. Hier dann die älteren Tomaten. Also ich habe hier einen Mix, ein Mischmasch, also für alles. Also für euch zum Anschauen lohnt sich das definitiv, meiner Meinung nach. Also es lohnt sich hier immer mal reinzuschauen in diesen Channel. Die Baumwollpflänzchen entwickeln sich auch relativ gut, die Blätter werden auch immer größer jeden Tag. Also 1, 2, 3, 4, es müssten 5 Baumwollpflanzen überlebt haben. Ist auch nicht so schlimm, ja doch 5, ja. Die anderen sind leider eingegangen, hier wie der Kandidat, das ist leider eingegangen, weiß auch nicht wieso. Hab wahrscheinlich Wurzelschaden zu stark durchgeführt. Also ich habe hier eine richtige Zuchtanlage. Also hier sind dann auch diese Pflänzchen. Hier der neue Versuch, den ich gestartet hatte. Also die wachsen definitiv dieses Mal besser im Langzeitdünger. Und die bilden tatsächlich auch jetzt mehr Blätter aus. Und die Blätter werden größer jetzt. Also die nächste, die sich da entwickelt. Das ist die Okra, jetzt weiß ich es ja. Also die wächst definitiv ganz gut. Doch, doch, ich bin mit ihr sehr zufrieden bis jetzt. Sie wächst auch nicht zu hoch, also die Stierchen sind gerade und ich hoffe, die bleiben so gesund, wie sie gerade sind. Schimmel ist auch eine ganze Weile nicht aufgetaucht, es geht. Die Farbe, also sieht gut aus soweit. Schönes Okra-Pflänzchen, oder nicht? Sieht doch klasse aus. Naja. Ah, bin eben dein Pflanzen-Junkie. Ja, die Tomate, die ist ein bisschen zu lang geworden, aber die wird sich noch regulieren, davon gehe ich aus. Genau, also das hier ist fast eine reine Tomatenzuchtanlage, kann man sagen, ja. Mit ein paar Extras, genau. Die Schokominze macht sich auch relativ gut, man sieht sie, die kommt auch jetzt raus aus dem Topf. Das sieht schon mal deutlich besser aus als vor 2 Wochen noch, da war die noch gar nicht zu sehen. Und hier die frisch gepikierten Tomatensämlinge sehen auch noch gut aus. Haben nicht gelitten beim Umsetzen. Ist eine gute Sache, wenn die nicht leiden beim Umsetzen, ist das schon eine gute Geschichte. Es sind einige, ja, es sind einige Tomaten hier. Ja, mal schauen, ja. Mich schließe ich später auch viele Tomaten ernten. Der Glücksklee, der existiert immer noch, ja, er ist immer noch da. Sieht gut aus bis jetzt, schluckt auch eine Menge Wasser, ich muss ihn wahrscheinlich täglich jetzt mit Wasser tauchen. Papaya sieht sehr gesund aus soweit, genau. Also es scheint sich mit der Luftregulierung jetzt hier ganz gut zu machen. Auch diese hier, ja, ich glaube nicht Japonica heißt die, nee, das war die andere, aber die macht jetzt hier ein neues Blatt hier und es kommt raus. Hier, die Zimmeraralie wächst auch relativ gut. Die neuen Blätter, die werden auch immer größer, Stück für Stück. Glänzen bedeutet, dass der noch nicht fertig wahrscheinlich ist, dass das Blatt noch größer wird. Mal gucken. Also neue Blätter sind schon zu erkennen, die jetzt da. Mal gucken. Da wollen wir mal sehen, was der Spaß hier sich so, was der hier noch so alles bereit hat für uns. Das ist auch ein Bild, oder? Das sieht auch klasse aus. Wahnsinn, ja. Also von Pflanzen, wirklich, wenn ich nicht so ein Junkie, ein Pflanzen-Junkie wäre, Wahnsinn, ja. Ist echt schön. Ich hoffe, die Staude wird noch viel größer, ja. Ein bisschen näher. Oh, es ist schön, genau. Nochmal schön Thumbnail immer produzieren, deswegen. Ja, also mal schauen, wie diese Treibhausanlage hier weiter funktioniert. Mal gucken, ja. Also es gibt eigentlich einiges hier doch zu sehen in den Channel mittlerweile, muss ich zugeben.
Vielleicht mache ich morgen noch mal ein Video über diese Pflanzen. Mal schauen, es gibt ja immer eine kleine Veränderung. Aber um die zu erkennen, da muss man Meister sein, definitiv. Ja, Papaya ist auch nicht mehr im Ruhestand. Die wächst oben, macht neue drei Blätter. Die wächst verhalten, aber ist dafür sehr dunkelgrün. Das ist sehr verwunderlich, dass ich das hinbekommen habe soweit. Mal schauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir Kommentare schreiben. Genau. Und wir sehen uns morgen oder übermorgen wieder. Mal schauen. Ciao, ciao.